damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac. Und was? Was ist los? Ja, und ich bin hier bei der Schule. So, wieder mal so in der Schule. Boston, South, irgendwas. Und ich glaube, wir haben gerade den letzten Raider hier in diesem Lager getötet jetzt. So, und wir wollten eigentlich nach Südosten zum Militärlager. Die Frage ist nur, finden wir das überhaupt und wollen wir das überhaupt finden? Oder wollen wir weiter questen? Aber ich sage mal, wir können jetzt uns da... Komm, Treppe rauf. Wir können uns da noch ein bisschen umsehen, ob wir da vielleicht doch noch was finden, was interessant sein kann. Südosten. In diese Richtung. Wir sind nahe am Wasser. Was haben wir denn da? Was ist so ganz alleine, die Kühe? Haben die niemanden dabei? Also die Kühe, das ist eine Kuh. Ne? Brahmin. Um genauer zu sein. Die Bruderschaft da drüben macht schön Rambazamba. Die schießen da. Was schießen die denn? Soll ich da helfen gehen? Ja, komm, wir gehen da mal eben helfen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber die Bruderschaft braucht unsere Hilfe. Und da können wir nicht einfach nur tatenlos zusehen, wie die beschossen werden. Oh, my lurk! My lurk! My lurk! Das wird nichts. My lurk! My lurk! Scheiße. Komm nicht weg hier. Ich brauche eine Schrotflinte oder so. So. Das macht gut Schaden. Und der Brahmin. Oh, da hat es noch mehr von dem stinkigen Krabbelzeugs. So, Meyerlock Fleisch ist schon mal gut. Ist der immer noch dran? Ja, der schießt hier immer noch um sich. Und ich frage mich immer noch, wo ist doch nichts? Habe ich denn irgendwo den Befehl gegeben, stehen zu bleiben? Das würde mich dann schon ein bisschen ankotzen, ehrlich gesagt. Weil ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Sag mal, my lurks! My lurks! Boah, was halten die denn aus, bitteschön? Mal ein Stimpack rein, noch ein Stimpack rein, noch ein Stimpack rein. Einfach mal was können. Noch 11 Schuss, das ist nicht der Wahnsinn. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Komm. Komm her. Komm her. Du Schweinehund. Jetzt sind sie aber weg. Oder? Da kommt schon wieder so ein Mistkäfer. Was bist denn du? Mailurk Jäger. Oh, scheiße. Jetzt habe ich keine Munition mehr an dem. Und das macht ja nichts an Schaden. Okay, machen wir anders. Erstmal ein Stimpack. Dann versuchen wir es hier mit der Nahkampfwaffe. Macht ja... Na, geht so, ne? Vom Schaden her... auch schon Besseres gehabt. Machen wir ein bisschen Twats. Wieso auch nicht? Das hat aber jetzt gut Schaden gemacht. So, und weg ist er. So, sehr gut. Die Toiletten sind leer. Heieiei. Aber wo ist Dogmeat? Das nervt mich extrem. Kann ich den nicht irgendwie einfach rufen, egal wo ich bin? Lebensmittelpastete. So, das Flugzeug ist weg. Das heißt, der Feind ist zerstört worden. Davon gehe ich zumindest aus. Boah, ich habe so keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Nee, komm, das reicht. Das ist genug. Ich gehe. Wohin gehe ich denn? Wir schauen uns mal hier das Zeugs an. Proktron Tigen. Versorgung der Truppe. Lernkurve. Das ist beides. Müssen wir aufs Mutterschiff. Das haben wir auch gemacht. Quartiermeister. Aber jetzt sind wir auch quasi fertig. Amari.
Suche Erling Sterlings. Nein, das ist auch okay. Sprich mit den Sealern bei Good Warwick. Das könnte man eigentlich machen. Ne? Das könnte man eigentlich wirklich machen in dieser Folge. Good Warwick ist da unten. Dann können wir hier noch ein bisschen... Nee. Machen wir hier in dieser Folge. Machen wir nicht in dieser Folge. Ich mag nicht mehr lange laufen. Whole Mill aus dem Gefängnis ist auch in Diamond City. The Freedom Trail, nein. Öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Okay. Gib Sheffield eine Nuka-Cola. Ist auch in Diamond City. Okay. Alles in Ordnung. Ich möchte nur gerne wissen, wo Dogmeat steckt. Ich mache das so. Ich gehe erstmal zum Polizeirevier. Weil ich glaube, da haben wir den Eingang gefunden für die Bahn. Ja. Da muss der Dogmeat irgendwo da in der Nähe sein. Weil als wir in der letzten Folge in die U-Bahn, also nach unten gingen in den Tunnel, da war ja... Da ist er. What the fuck? What the fuck? Was ist denn los? Kaliber 50, schon. Also, haben wir Dogmeat gefunden. Sehr gut. Also, wir können weitermachen, Freunde. So, sehr schön. Was machen wir denn? Jetzt können wir, ich würde sagen, wir gehen erstmal... Wir melden uns hier, ne? Wir geben die Quests ab, die beiden. Und zwar machen wir das hier beim Polizeirevier Cambridge. Gehen wir das abgeben, dann kriegen wir sicherlich wieder zwei neue Quests. Wir können aber dann zum Beispiel nach Good Neighbor gehen und mal die Hauptstory noch ein bisschen vorantreiben. Jetzt haben wir die Möglichkeiten. Was mit Dogmeat los war, ich habe keine Ahnung, wo sich der versteckt hat. Soll uns aber auch egal sein. Wir geben jetzt jede Menge Quests ab, kriegen natürlich auch wieder hoffentlich bald ein Level Up. Bei so vielen Quests, die wir abgeben können. Hilft er bei der Verteidigung? Was? Bei welcher Verteidigung? Bei der Farm? Ich muss zur Farm. Tut mir leid. Kam gerade die Meldung rein. Ich muss die Farm verteidigen helfen. Die werden angegriffen und da werden wir uns natürlich nicht zieren. Wir werden da helfen. Ist selbstverständlich. Oh, Supermutanten. Oh, Supermutanten. Schau dir das an. Jetzt muss ich mir hier noch eine richtige Waffe dafür auswählen. So, das schaut doch ganz gut aus. Schlagen wir die verdammten Supermutanten zurück. So, Patrone, sehr gut. Hilfe. Die werden auch angegriffen. Was ist denn los? Ten Pine Bluffs wird abgeschlossen. Hier haben wir es gemacht. Okay. Ich werde jetzt hier noch so als... kann ich hier... Ja, ich kann bauen. Und zwar werde ich hier eine kleine... Geschütztürm... Armee aufbauen müssen. Weil das geht natürlich sonst nicht. Was ist denn da? Ja, nee, da. So, das passt schon. 1, 2, 3. Das muss reichen für den Moment, würde ich sagen. Vielleicht noch da hinten noch. So. Ja, und da müssen wir noch 10 Pine Bluffs. Ich will nichts lagern. Ich will aus dem Ding hier. Weil die müssen wir auch noch verteidigen jetzt. 10 Pine Bluffs. Wo war das denn? 10. Da. Kam ja auch noch die Meldung rein. Die werden auch angegriffen. Hätte ich jetzt auch mit jemandem sprechen sollen? Ich weiß es nicht. Egal. Wir müssen den Leuten helfen, den Siedlern in Commonwealth. Wir sind der Retter in der Not. Ha, herrlich. Wieder Supermutanten. Sag mal, was ist denn mit euch Supermutanten los? Oh. Da gibt es nur eine, die hier lebt. Einer ist mal weg. Sie ist da drinne. Der zweite ist auch weg. Und jetzt hier jede Menge von dem Pack. Und da lebt noch, ich glaube, noch ein Supermutanten. Dann sollten wir es eigentlich haben. Da haben wir diese Siedlung mit der einen Bewohnerin auch gerettet.
Ja, aber du hast überlebt, Mädchen. Das ist die Hauptsache. Abgeschlossen, sehr schön. Ja, also, das sollte eine Warnung sein an die ganzen Supermutanten. Legt euch nicht mit mir an. Wenn ihr eine Siedlung von mir angreift, ich bin zur Stelle und werde euch niederstrecken. Wo ist sie denn, die gute Dame? Ich möchte gerne mal noch ein Wörtchen mit ihr reden. Splittergranate, sehr geil. Die schläft schon. Entschuldigung. Na? Vielleicht noch ein Dankeschön oder so? Ich habe dir gerne geholfen. Ich meine, du alleine gegen 5 Supermutanten. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Gerne. Was wollten sie? Was wollten sie? Hast du mal ein Supermutantenlager gesehen? Die sind nur auf Nahrung aus. Und damit sind wir gemeint. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Das war alles? Das war alles. Das ging ja flockig, ne? Wie viel Verteidigung hat die eigentlich? Schutz 0. Ja, das müssen wir auch ändern. Das geht natürlich nicht. Da machen wir doch noch ein paar hier Geschütztürme ran. Die besseren vielleicht. Die für 8, ja. Die sind von hier gekommen. Dann machen wir auf diese Seite noch ein bisschen mehr Schutz. Oh, Öl fällt. Öl fehlt. Wir haben kein Öl. Scheiße. Wir brauchen Öl. Okay. Gut, aber das ist auch schon genug. Das soll für den Moment reichen. Nee, ich will das Zeug nicht einlagern. Verdammte Steuerung manchmal. So. Und wir gehen jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Doch, 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 klar. Polizeirevier. Jetzt können wir die Quests endlich abgeben. Da, Cambridge, Polizeirevier. Reise zu diesem Ort und finde deine Bestimmung. Was? Nein, wir wollen einfach nur die Quests abgeben und Belohnungen einkassieren. Und dann, wie gesagt, gehen wir wahrscheinlich nach Good Neighbors. Und machen da weiter mit der Hauptstory. Mal schauen, wo es uns da noch hinführt. Viel zu entdecken sollte es eigentlich auch nicht mehr geben. Wir haben im Süden unten noch ein bisschen was, was wir noch erforschen können. Mal schauen. Aber das Spiel wird uns schon noch einige Tage, Wochen, vielleicht sogar noch einige Monate beschäftigen. Ich bin gespannt, wie lange ich das spielen werde, ob ich nach der Hauptstory dann auch mal das Ganze beenden werde, keine Ahnung. Wir werden sehen. Erst aber genießen wir noch, was wir haben. Wir haben noch einiges vor uns. Dann werden wir mal schauen, ob wir diese Quests hier abgeben und wir kriegen sicherlich wieder neue. Ich glaube wirklich, das sind so unendlich Quests. Aber erstmal abgeben und mal schauen, was sie meinen. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Ja, das, ey. Da musst du noch fragen? Das nennt man Ablauf. Akzeptier das. Hier ist ein Sold. Das Commonwealth ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Wenn du bereit für deine nächste Mission bist, komm zu mir. Aber sicher doch. Bereit. Ich bin bereit. In Ordnung. Hier sind die Daten zur Position. Komm erst wieder, wenn die Mission erfüllt ist. Wie immer. Oh Gott. Säubere College Square. Okay, das haben wir auch schon entdeckt. 17, nehmen wir mal mit. College Square haben wir auch schon entdeckt, von daher kein Problem. Schon gefunden? Ja, natürlich. Mädchen, willkommen da in meine Sicht. Ich melde mich später nochmal. Oh nein, nein, nein. Was wartest du noch? Schieb das nicht auf. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, gelehrte Halen. Wie läuft die Suche? Konntest du das Artefakt finden? Ja, ich habe mich da verdrückt. Ich meinte eigentlich ja. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier, ein kleiner Dank für deine Mühen. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Sag mir, wenn du eine neue Mission annehmen kannst. Ich bin bereit. Bestätige. Gut, hier ist der Ort. Und jetzt los. Ja, was denn? Abgeschlossen und der neue ist... Die Synths, die wie Menschen aussehen, sind die schlimmsten. Harbris Comics kennen wir auch. Also da können wir wirklich nur noch hinporten und das Zeugs erledigen. Bevor wir das aber machen, werden wir jetzt... Wir haben noch 13 Minuten Zeit. Das heißt, wir nutzen die Zeit und werden hier noch was abgeben. Und zwar... Wir gehen erstmal aufs Schiff. Ja, wir gehen erstmal aufs Schiff und da werden wir
die Person den persönlichen Lagerbehälter öffnen. Wir werden... was werden wir denn? Sprich mit dem Gelehrten der Bruderschaft. Das werden wir machen. Und die Versorgung der Truppe. Das werden wir auch machen. Und für all das müssen wir einfach nur auf das Schiff. Ne, da unten ist was anderes. Ist da unten dann. Aber wir gehen mal erstmal auf die Priden. Und schauen mal, was wir da alles abgeben können. Und ob die stillende Bruderschaft da oben auch noch was hat für uns. Wir sind ja richtig eingespannt worden in deren Dienste. Da kommen wir fast nicht mehr raus. Wir müssen nur noch für die Sachen erledigen. Obwohl wir eigentlich immer noch unseren Sohn suchen. Aber das hat ja Zeit. Es hat ja Zeit, natürlich, ne? So, wo will ich denn hier hin? 8 Meter. 7, 6, 5. Zum Flughafen fliegen. Das machen wir später. Nee, das ist gar nichts. Geh da mal rauf. Schauen wir uns die Priden halt noch so ein bisschen an. Aber noch gar nicht gemacht. Den Tischventilator, der ist zu viel. Den lassen wir natürlich auch gleich wieder. Ah, den Schlagring kann ich auch hier lassen. Komm. Ist vielleicht ein bisschen gescheiter. Munition nehme ich gerne mit. Jetzt trage ich auch wieder zu viel. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, pure Wahnsinn. Das da kann ich lassen. Das gibt relativ viel Platz wieder. Die Zigaretten. Okay. Gut, wir gehen aufs Hauptding, um die Quest abzugeben. Haben wir genug Zeit vergeudet. Die Kiste, wo ist denn die Kiste bloß? Bin ich dann gespannt. Hier hinten durch. Maxen, inzwischen will nicht mit uns reden. Klar, dann gehen wir halt rauf. Maxen will gar nicht mit uns reden. Oho. Okay. Stockwerk weiter hoch. Achtung, Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Das wäre ja alles. Okay, ich bin kein Pilot. Natürlich. Ich komme hier einfach nicht klar in diesem Schiff. Immer noch nicht. Ältester Maxen hat ebenfalls als Knappe angefangen. Wenn ich hart arbeite, da ist also meine Kiste. Einfach einen persönlichen Lagerbehälter habe ich gemacht. Sehr gut. Was habe ich denn hier? Plasmaminen. Oh, persönliche Aufzeichnung. Hören wir uns mal an. Persönliche Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Meine Schicht war lang. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Kann nicht sein. Auf gar keinen Fall. So. Bestimmt erfolgreich. Ja, sicher. Jawohl. Die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Solche Aufträge erledigst du mit links, was? Hier sind die versprochenen Kronkorken. Lass es mich wissen, wenn du noch eine Farm besuchen möchtest. Mir ist klar, dass die Mission nicht sonderlich ruhmreich ist. Aber das ist Verhungern ja auch nicht. Jo, zusätzliche Arbeit, komm. Ich melde mich zum Dienst. Schön zu hören. Ich habe von einem weiteren Ort mit Vorräten erfahren. Bin dabei. Dachte ich es mir doch. Hier ist der Ort. Überrede die Siedler, die Bruderschaft zu unterstützen. Oder nimm die Siedlung mit Gewalt ein. Ui. Angeblich hat sich ältester Maxon die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. Wenn du Hilfe dabei brauchst, diese Farmer zu überreden, hätte ich hier eine Menge Hilfsmittel für dich. Na, ich frage mich gerade, ob ich das wirklich machen will. Für den Typen, diese Siedlungen eigentlich ausrauben, das geht eigentlich gar nicht. Lass mich sehen, was du hast. Bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt.
Ja, ich will noch ein paar Sachen verkaufen, dass wir auch ein bisschen Platz haben wieder. Wie zum Beispiel diese wunderbare 10mm Automatikpistole. Braucht doch kein Mensch. Auch das nicht. Impulsgranate behalten wir. Und ansonsten... Da hat alles ein Herzchen dran. Das behalte ich. Das Ding brauche ich auch nicht. Kann ich auch verkaufen. Hast du genug Kohle überhaupt? 691 Kronkorken. Ja, du kannst mir einiges abkaufen. Vertibird behalte ich. Hier haben wir das 50er. Meines macht 64 Schaden. Das macht auch 64 Schaden. Also verkaufen wir das Ding doch mal. Dann haben wir hier 45er, 22 Schaden. Ich mache mit meiner 49 Schaden. Also weg damit. So, und jetzt hat er keine Kronkorken mehr, der Trottel. Aber vielleicht kann ich ihm noch was abkaufen. Den meisten Farmern wird es nicht gefallen, dass sie ihre Ernte spenden müssen. Also pass auf da draußen. Na, weißt du was? Ich mach die Quests nicht für ihn. Ganz, kann ich die abbrechen? Ich mach die doch nicht. Oder weißt du was? Ich gehe einfach mal hin und hör mir mal an, was sie zu sagen haben. Vielleicht kann ich... Bleib weg von wilden Bullen. Dann lerne ich zumindest neue Siedlungen kennen. Aber dann, ich muss doch die nicht ausnehmen, oder? Das ist doch Schwachsinn. Ich bin nicht so einer. Nee. So, jetzt gehen wir hier raus. Ich will jetzt noch was machen. Ich habe da noch eine Quest. Aber ich glaube, da muss ich mit dem Vertibird runterfliegen zum Flughafen. Ich hoffe, dein Köter weiß, wo er sein Geschäft zu verrichten hat. Nee. Mein Köter ist besser erzogen als du. So, ich glaube, hier müssen wir rein. Zum Flughafen fliegen. Schauen wir mal. Unten sind wir. Du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, auf Einsatzgelehrte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Vorhut. Mach keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lasse dir ein paar Supermutanten übrig. Oh, schau dir das an. Schau dir das an. Jede Menge Munition, die nehmen wir natürlich nur zu gerne mit. Und jetzt müssen wir hier runter. Ist er da unten? Ja, so fast. Sind wir hier am Flughafen. So, zu dem müssen wir. Hallo, oder ihr? Melde mich zum Dienst. Ja. Ich bin hier, oder? Ziehen wir es durch, ziehen wir es durch. Ja, Sir, das ist das Gebiet. Geh voran. Begleite den Gelehrten zu den Daten in Poseidon Reserve. Ja, machen wir, natürlich. Was ist denn das Gebiet? Was ist es weiter weg? Die Brighton Power Rüstung, Flughafen. Hä? Schnall ich nicht. Begleite den Daten in Poseidon Reservoir. Wo ist denn Poseidon Reservoir? Ist das hier in der Nähe? Das müsste doch eigentlich in der Nähe sein, oder nicht? Bin ich jetzt verquer? Das müsste doch eigentlich, Rüstung. Also ich habe da eine Power-Rüstung und... Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ist hier? Was ist denn das da? Was zeigst du mir da an? Okay, da drüben muss ich hin. Super. Da habe ich sowieso noch jede Menge, was ich noch nicht entdeckt habe. Das werden wir machen. Aber vorher, Freunde. Versorgende Truppe. Wo ist denn diese Siedlung? Würde ich mich auch wundern nehmen. Da unten. Summerville Place. Werden wir auch noch hingehen. Aber ich will zuerst... Wir gehen jetzt noch Good Neighbors anschauen. Das gute Good Neighbor hat sicherlich noch... Ist denn Good Neighbor jetzt schon wieder? Ich habe so keine Ahnung mehr. Mass Fusion. Das ist doch irgendwo da unten, nicht? Bin ich jetzt völlig... Alter, was? Der Slog. Aber Good Neighbor ist doch da unten irgendwo. World Combat Zone. Weißt du was? Ich mache hier einfach das Ding an. So, und jetzt sollte mir die Karte hier schon zeigen, wo Good Neighbor... Das ist aber nicht das... Da, Good Neighbors. Okay, da gehen wir noch rein. Oder wir stehen einfach vorne dran.
Und wir gehen, wir werden dann in der nächsten Folge das Gequatsche anhören. Wir werden uns aber schon mal dahin begeben. Ich kann auch ein bisschen was verkaufen vielleicht da noch. Ganz kurz. Und dann können wir beim nächsten Mal nämlich die Hauptquest da auch weitermachen. Und wir müssen ja für die Nebenquests dann auch in den Süden runter. Das wird uns sowieso einmal dahin führen. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Und kein Problem. Bist du hier, um was zu kaufen? Ja, ich will handeln. Mal sehen, was du so hast. Du kannst zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Kommt jetzt die Lady da hinten mit uns einfach? Egal, wo wir hingehen. Kann natürlich auch gut sein. Dann haben wir zwei Begleiter. Wäre auch toll. So, dann schauen wir mal hier ganz unten. Da hier die Minigun. Oh, Minigun. Schau dir das Ding an. 396, ja 356. Auf die 40 Kronkorken scheiß ich. Ich nehme das Ding an. Danke. So. Dann hier drüben. Hey, jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Mhm, Baby. Ja, ich will handeln. Was du so hast. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Ja. Ich will nicht kaufen, ich will verkaufen, wie immer. Und zwar verkaufe ich hier... Bitte. Das ist ein 44er. Meine macht 60 Schaden. Die macht 58 gesamthaft. Verursacht Sam... kann noch einfrieren. Aber nee, komm. Weg damit. 309, das ist auch gerade genau das, was ich hier erwarten kann. Mehr gibt's da nicht. Was? Naja. Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins Third Rail. Ist Dogmeat. Dogmeat ist da und sie ist da. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt zwei Begleiter quasi. Bis wir mit ihr das Ding dort gemacht haben. Sehr schön. Ja, und bevor wir hier reingehen... Brauch mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Bevor wir hier reingehen, machen wir einen Cut und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Rotmack. Ciao.